Schicken wir die Jungs mal ein bisschen darüber. Und ja, ich würde sagen, noch zwei Bogenschützen. Dann probieren wir wirklich mal hier das kleine Dörfchen anzugreifen. Es wird ja klappen, eigentlich. Sie bringen fleißig Gold. Gut. Eisenerz wird jetzt schon im Lager gelagert, also im Hauptlager. Du kannst trainiert werden. Und ja, ich weiß sicherlich, es gibt Leute, die haben das Spiel viel öfter gespielt als ich. Und vor allem Dingen ist es bei denen nicht so lange her, die haben viel effizientere Bauarten, bauen die Gebäude in anderen Reihenfolgen und machen vieles anders als ich, aber ich bin nicht diese Leute. Ich habe meinen eigenen Spielstil und ich komme damit auch gut voran. Ich meine, es ist ja auch nicht jetzt so, dass das Spiel bis jetzt großartig schwierig ist. Ich weiß halt jetzt gerade leider nicht mehr, wie sehr der Schwierigkeitsgrad später anzieht, wenn wir auf die letzte Partei treffen. Und ja, es gibt vier verschiedene Völkerarten in diesem Spiel. Davon kennen wir ja bis jetzt gerade mal drei. Nämlich die Wikinger, die wir spielen. Die Eskimos, die wir in den ersten beiden Missionen kennengelernt haben. Und jetzt die ganze Zeit halt die Wienländer, die Indianer. Eine Fraktion fehlt dann halt noch. Aber auch die werden wir irgendwann begegnen. Und ja, ich will jetzt für die, die das Spiel absolut nicht kennen, nicht spoilern, was die vierte Fraktion ist. Beziehungsweise die dritte andere Fraktion, mit der wir es zu tun bekommen werden. Weil mit Wikingern haben wir es ja eher selten zu tun. Wir hatten in der letzten Mission diese kleine Räubersiedlung, aber das war's auch schon. Auch wenn ich nicht mehr gewusst habe, dass die so abgehen, wenn man mit ihnen Frieden schließt. So, Steinmetz. Töpfer mal wieder. Holzfäller, du machst doch mal wieder Möbel. Schuhe sind nach wie vor kein Problem, weil nicht alle Leute Schuhe holen. Oh, Öl. Naja, wie gesagt, das ist dann nachher halt ein Problem, dass die Leute zum Beten irgendwo hinlatschen müssen. Brauchst du eigentlich Religion? Ja, brauchst du. Deswegen gehst du jetzt auch beten, oder? Du musst zum Beten natürlich unbedingt ans Hauptgebäude. Weil es ja nicht so ist, ob das Feuer hier brennen würde. Aber lassen wir ihn. Wenn er lieber an unserem Hauptquartier beten will. So. Na gut, machen wir noch einen Bogenschützen. Und dann sollten wir langsam genug haben, um das Dorf angreifen zu können. Ich werde natürlich vorher speichern. Naja, man sieht es wirklich. Gold ist nicht so das Problem. Hier haben wir noch 40 Goldnuggets und hier haben wir auch noch immer 7. Ja.
Du trinkst Bier und du holst jetzt Gold, dass wir ihn noch einmal upgraden können und dann ist unsere kleine Angreiftruppe erst einmal komplett. Ist auch praktisch, dass der Holzfäller direkt neben dem Goldschmied ist und ihn mit Holz versorgt. Ah ja, Kohle gibt's in Kalchas halt nicht. Das wären dann ein paar andere Spiele. Das wäre ja Siedler, wo man Kohle braucht. So, Gold kommt. Nahrung sieht gut aus. Jetzt sammelt sich nämlich auch Nahrung hier oben wieder. So, Kaserne verlassen. Das ist jetzt unsere erste kleine Armee. Und eigentlich, da die Indianer nie gute Einheiten haben, sondern hauptsächlich Level 1er. Sollte das eigentlich relativ leicht laufen. So, du lässt dich mal zurückfallen, weil du bist angeschlagen. So, das Lager einreißen. Oh, da kommen noch mehr Bogenschützen. So, du hast die Warenmenge hergestellt. Gut. Das heißt, du machst jetzt erstmal den Lebenssammler, weil wir haben gar kein Leben mehr. Außer wir haben hier oben vielleicht noch Leben, aber nein. Und du bist auch schon fertig. Gut. So, reißen wir hier weiter ein. Oh, hier wäre Gold, wenn wir bräuchten. Ich denke mal nicht, dass wir brauchen. Wie viele Soldaten haben wir denn noch? 18, immer noch 18. Ich denke mal, wir haben noch keinen einzigen verloren. Du bist hungrig. Oh, du hast kein Bier. Aber du hast Nahrung hier. Dann iss erstmal hier was. Und jetzt holst du dir Bier. Ich glaube, die anderen haben schon ihren ersten Schluck Bier genommen, wahrscheinlich teilweise. So, du kannst trainiert werden. Das ist immer gut. Ihr könnt da den da noch töten. Ja,
So, ich denke mal, dass sie jetzt hier das Dorf aufgeben werden, wenn wir es komplett platt gemacht haben. So, Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Bogenschütze, Bogenschütze, Bogenschütze. Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Oh, das heißt, wir ziehen jetzt unsere Leute erstmal zurück. Wie gesagt, ich werde nicht da reinmarschieren. Hier oben scheint es einen Schleichweg zu geben. Wenn ich mich nämlich noch richtig erinnere, ist der Weg hier recht gut befestigt und ich will das nicht unbedingt riskieren, da zu viele Leute zu verlieren. So, sie versuchen hier wieder alles aufzubauen. Sollen sie es ruhig? Werden jemals Bauarbeiter ihren Weg dahin finden? Ich habe ja jetzt relativ viel Schaden bei ihnen angerichtet. So, das heißt, wir fangen jetzt nochmal wieder damit an. Jung kriegen. Jung kriegen. Jung kriegen. Der zwei hier drin auch. Du. Müssen wir schon bei 7 sein? 8. 9. Und 10. Ja, weil wir haben noch. Ja, 12 Waffen übrig. Und wie gesagt, ich denke, das reicht dann auch an Soldaten. Steinmetz Zelt steht schon seit einer Weile leer. Oh. Hier wurde entweder die Straße abgebrochen oder nicht richtig gebaut. Nahrung ist gut. Nahrung kommt auch hier oben jetzt wieder rein. Ja. Da kommen die letzten Kinder jetzt. Da und da. Das heißt, 8 müssten wir schon haben. Jetzt 9. Ja. Die sind alle mittlerweile wieder voll geheilt. Das finde ich auch gut. Und ja, Bier ist echt praktisch. Gebäude werden zwar platziert, aber es kommt niemand sie wieder aufbauen. Also hat sich das dann auch schon erledigt. Ich muss eigentlich nur den Tempel zerstören, gell? Ja. Das heißt, ich kann das Lager daneben eigentlich ignorieren. Ich muss nur die Armee ausschalten, den Turm und dann den Tempel. Das sollte ich mit der kleinen Truppe auch hinkriegen. Klein in Anführungszeichen. Ja, gut. Ich würde aber sagen, wir speichern hier erstmal wieder. Und dann gibt es einen Cut. Also, bis gleich.